ich würde in dem Fall tatsächlich die egoistische Wahl nehmen und ich würde, glaube ich, den unendlichen Vorrat an Geld nehmen. Ich würde, glaube ich, den Button drücken. Hey Leute, ich bin Vanessa vom YouTube-Kanal Butterfly Entertainment und heute leih ich mir mal ein Video, was einige andere YouTuber auch schon gedreht haben. Und zwar ist es das Spiel Will You Press the Button? Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wann ihr denn so gedrückt habt. Und ja, let's go. Du hörst auf zu altern, ab dem aktuellen Alter. Aber du wirst 50% deiner Erinnerungen verlieren, die du jedes Jahr bekommst. Also nee, also ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt jetzt aufhören wollen zu altern. Vielleicht irgendwann so mit 30 oder so. So dass man dann keine Falten bekommt und nicht alt wird und keine Ahnung, diese ganzen Probleme, die alte Menschen mit ihren Knochen und dergleichen haben. Aber ich hätte auch keine Lust, 50% aller Erinnerungen zu verlieren, die ich jedes Jahr bekomme. Weil ich mag meine Erinnerungen eigentlich. Also ich würde nicht drauf drücken. Okay, next. Du kannst das Wetter kontrollieren, aber du hast eine unendliche Sturmwolke über deinem Kopf, obwohl du die Fähigkeit hast, das Wetter zu kontrollieren. Ja, also einerseits wäre es schon voll cool, das Wetter kontrollieren zu können, aber wenn ich nicht kontrollieren kann, wie das Wetter bei mir ist, warum soll ich dann kontrollieren wollen, wie das Wetter bei anderen Leuten ist? Macht ja keinen Sinn. Das Wetter ist Wetter. also, nee, ich würde es nicht machen, weil ich hätte ja so oder so immer Sturm über meinem Kopf. Also, nee, würde ich nicht machen. Ich bin wieder in der Mehrheit. 54% hätten es auch nicht gemacht. Okay, next. Du wirst die schönste Person des Planeten. Aber jedes Mal, wenn du jemandem in die Augen schaust, verwandelt er sich in Stein. Also Medusa-like so ein bisschen, oder? jedes Mal, wenn du jemandem in die Augen schaust, verwandelt er sich in Stein. Die Person verwandelt sich dann in Stein. Einerseits in manchen Situationen garantiert mega cool, aber andererseits auch voll nervig. Wenn du Menschen einfach mal so aus Versehen in die Augen reinschaust, verwandeln die sich einfach in Stein. Und du kannst es dann nicht mehr rückgängig machen. Also nein, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich bin wieder in der Mehrheit, 63% würden es nicht machen. You get unlimited supply of money, also du hast unendlich viel Geld, aber du zerstörst die Wirtschaft und die Gesellschaft wird halt ruiniert. Naja, es gibt halt zwei Wege, das zu beantworten. Einerseits, ich hätte halt unendlich viel Geld, also was interessiert mich die Wirtschaft. Aber andererseits ist es halt echt mies für die Wirtschaft, weil halt dann auch so viele Menschen einfach dran glauben müssen quasi. Ich glaube, ich würde in dem Fall tatsächlich die egoistische Wahl nehmen und ich würde, glaube ich, den unendlichen Vorrat an Geld nehmen. Ich würde, glaube ich, den Button drücken. 60% haben nicht gedrückt. Na, das sind 60% wesentlich selbstloser. Okay. Du machst $750 in der Woche ohne Steuern und das tut sich der Inflation anpassen. Für so lange wie du magst. Aber wenn du sagst, dass es aufhört, kriegst du die Liebe der Person deiner Träume für genauso lange, wie du halt das Geld bekommen hast. Aber du hast halt keinen Kontakt mit irgendjemandem, auch mit Tieren nicht. Und du hattest auch kein TV oder Internet. Solange wie du das Geld halt bekommst. Oha, nee, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil ich liebe Tiere über alles. Und ich wüsste einfach, und wenn ich mit niemandem Kontakt hätte und kein TV und kein Internet hätte, wüsste ich einfach nichts mit mir anzufangen. Ich würde mich einfach den ganzen Tag lang langweilen. Gut, ich könnte ab und zu mal ein bisschen lesen. Aber du kannst halt auch nicht ewig lesen und dann würde ich mich irgendwann zu Tode langweilen. Und irgendwann würdest du ja auch keinen neuen... Ja gut, du kannst... Nee, wenn du keinen Kontakt zu irgendjemandem hast, dann hast du ja auch keinen Kontakt zu Leuten, von denen du Sachen kaufen könntest. Dementsprechend könntest du auch keine neuen Bücher und sowas bekommen. Also werde dann ziemlich schnell, ziemlich langweilig und dann bringt dir das ganze Geld ja auch überhaupt nichts. Also nein, ich würde es definitiv nicht machen. Ich mag Haustiere und ich mag TV und Internet und ich habe ganz gerne manchmal Kontakt zu Menschen. Ich meine, klar, manchmal will man noch seine Ruhe haben, aber meistens habe ich ganz gerne Kontakt zu Menschen. Also nein. 63% haben auch nein gemacht. Wer sind denn die 37%, die lieber mega viel Money, Geld hätten, als Kontakt mit irgendjemandem?
Okay, wir haben hier unten nur depressive Kommentare drunter. Wir gehen mal wieder hoch. Next. Du kannst dich teleportieren und kannst dich unsichtbar machen. Das ist voll nice. Das ist richtig nice. Aber ein Orgasmus teleportiert dich zu einer seltsamen, zu irgendeinem Platz in der Welt, zu irgendeinem Planeten. Und tut die Unsichtbarkeit einfach aufheben. Und kannst dich da nicht wegteleportieren für 10 Minuten. Schwierige Sache. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem machen. Weil wenn es dich an irgendeine random Location macht oder auf irgendeinen random Planeten, dann kennst du die Menschen da ja alle nicht. Also ist ja dann auch vollkommen wurscht. Und du kannst dich ja einfach irgendwo verstecken oder so. Also ich glaube, ich würde es einfach trotzdem machen. Und dann könnte ich mich ja auch so, also wenn ich dann wollte, könnte ich mich auch immer unsichtbar machen und teleportieren, was ja alles mega geil ist. Ich meine, du musst dich nicht mehr so viel bewegen. Oder du könntest einfach mal kurz sagen, okay, ich habe jetzt voll Bock irgendwie, keine Ahnung, mir meine Sushi in China zu holen. Oder, keine Ahnung, meine Pizza in Italien. Und dann kann man einfach sich mal kurz hinteleportieren, sich deine Pizza holen, dann kann man sich wieder zurück teleportieren. Das fände ich voll nice. Also ich glaube, ich würde es trotzdem machen. Weil ich dieses Teleportieren und diese Unsichtbarkeit einfach voll ausnutzen würde. Und ja, das andere ist halt so, ist halt mies, aber du kennst ja da wahrscheinlich niemanden. genau. Also ja, ich würde es machen. Ich bin ganz, ganz knapp in der Unterzahl. 49% würden es machen, 51% würden es nicht machen. Du kannst drei Wünsche deiner Wahl haben. Aber mit jedem Wunsch stirbt eine Person, die du kennst. Nee, ich bin der Meinung, dass man Sachen, also wenn es nicht gerade irgendwelche Sachen sind wie ich möchte mich gerne teleportieren können oder so, kann man die meisten Sachen im Leben, wenn man die wirklich möchte, kann man die auch einfach selbst erreichen und sich selbst erarbeiten. Und deswegen würde ich auf diese drei Wünsche einfach nicht eingehen. Vor allem, weil es meistens so ist, dass man Wunsch dann falsch formuliert und dann, ja, dann hast noch irgendwie so ein Problem mit dran, das man gar nicht haben wollte, oder man sieht es ja oft genug in Filmen oder so, wo dann Leute Wünsche frei haben und am Ende wenden die sich dann mega gegen die. Also eher nicht, und ich will ganz sicher nicht, dass für jeden Wunsch eine Person stirbt, die ich kenne. So ein Wunsch ist mir sowas dann einfach nicht wert, und deswegen nein. 47% haben ja gesagt. Also wollen 41.660 Leute, dass andere Menschen für ihre Wünsche sterben. Und dann auch noch andere Menschen, die sie kennen. Okay, Leute, gar nicht egoistisch oder so. Ja, Leute, und das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denn so überall gedrückt habt. Das würde mich mega interessieren. Und ja, ansonsten lasst mir ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bye!